Hey zusammen und willkommen zur 86. Ausgabe der Turn-On-News mit folgenden Themen. Wir sind ganz schön alt geworden. Nintendo punktet mit Oldschool-Highlights, Nokia traut sich auch nochmal und Fans der fantastischen Serie Futurama versuchen sich an einer Realverfilmung. Ja, und warum dabei alle eher schmutzige Gedanken haben, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Lasst das stören. Ihr kennt das. Einmal nicht aufgepasst, zack, schon landet das Handy auf dem Boden und das Display ist dahin. Doch die Spider-Man-App könnte bald der Vergangenheit angehören. So will es zumindest Corning. Schon seit 4-5 Jahren. Deren Gorilla-Glas der 5. Generation soll nämlich Stürze aus 1,60 Meter aushalten. Zumindest in 80% der Fälle. Natürlich ist dafür auch die Bauweise des Smartphones abhängig, wie sehr das Glas geschützt wird. Corning unterscheidet dazwischen Proud und Not Proud. Proud heißt, dass das Glas hoch über dem Body sitzt und Not Proud, dass es vom Rand geschützt wird. Die Geräte der zweiten Kategorie sind dann natürlich weniger anfällig für Glasbruch. Ob das iPhone 7 schon mit Gorilla Glass 5 kommt, erfahrt ihr zusammen mit allen weiteren Gerüchten auf turn-on.de. Hattet ihr schon mal ein kaputtes Display oder habt ihr aktuell eins? Schreibt's unten mal rein. Mit Telefon und so. Und wie es passiert ist. So, aus der Höhe. So. Apropos Aliens, warum Futurama abgesetzt wurde, verstehe ich ja bis heute nicht. Witzige Charaktere, sehr intelligente, vielleicht zu intelligente Humor und zum Teil auch sehr emotionale Drehbücher, sehr geile Technik aus der Zukunft, hat alles nicht für gute Quoten gereicht. Viel Spaß in 1000 Jahren, wenn Rrrr davon erfährt und die Erde angreift. Doch gute Nachrichten, Freunde! Es gibt bald ein neues Abenteuer mit Leela, Fry und Bender. Ja. Also, da sich die guten Nachrichten des Professors oft auch als nicht so gute Nachrichten herausstellen, sind wir bei dem Fanprojekt Fanorama irgendwie erstmal noch skeptisch. Denn der Trailer hat zwar so ziemlich alles dabei, was Futurama ausmacht, also ein fluchender Bender, Dr. Zoidberg, den keiner mag, ein verplanter Fry, ein überkorrekter Hermes, das Planet Express Raumschiff sieht super aus, doch springt der Hype nicht so wirklich über. Denn mal abgesehen von Leela, die in der Zeichentrickserie doch irgendwie heiß darüber kommt, haben wir genau das gedacht, was in den Kommentaren unter dem Video fast ausschließlich gesagt wird. Irgendwie sieht das alles ein wenig nach einer Pornoparodie aus. Wir wollen das Projekt jetzt aber noch nicht verteufeln. Die Produzenten sind sicherlich ebenso große Fans der Serie wie wir und geben sich die größte Mühe. Hoffen wir mal, dass sie der Serie auch wirklich gerecht werden. Sonst macht Turn-On noch irgendwas Eigenes, so ein Fanfilm mit Blackjack und Nutella. Der Pokémon-Hype ebbt einfach nicht ab. Selbst Geschäftsleute im Anzug und ältere Damen sind schon auf der Suche nach Glurak, Pikachu und Co. Gut, dass das Wetter da so langsam auch mal mitspielt. Doch für alle, die von den Pokémombies genervt sind, haben wir gute Nachrichten, Freunde. Denn der Verbraucherzentrale Bundesverband, kurz VZBV, möchte beim Spaß, den die App ohne Frage macht, die Rechte der Nutzer nicht verletzt sehen und hat daher dem Entwickler Niantic eine Abmahnung geschickt. Typisch deutsch. Kritisch sieht der VZBV vor allem, dass Niantic ohne Einwilligung des Nutzers den Vertrag ändern oder Dienste einstellen kann. Wer also 100 Euro für neue Eier gezahlt hat und Niantic sagt irgendwann, ach, Eier sind doof, nehmen wir raus, der hat Pech gehabt. Und wenn man das dann vor Gericht klären möchte, muss man sich an ein Schiedsgericht in Kalifornien richten, da laut AGB zwischen Anbieter und Nutzer kalifornisches Recht gilt. Und Nutzerinfos sind jetzt auch nicht gerade geschützt. Was denkt ihr darüber? Kommt ihr da ins Grübeln oder sagt ihr, dass das Spiel einfach so mega viel Spaß macht? Das wird schon alles nicht so mega schlimm sein. Diskutiert doch gerne mal in den Kommentaren. Aber wo wir gerade bei Nintendo sind, die haben ja jetzt eingesehen, dass 20 Jahre alte Ideen immer noch zünden und haben daher den Nintendo Classic Mini vorgestellt. Einen NES in klein mit 30 vorinstallierten Spielen, Stromversorgung über USB, Anschluss an den Fernseher per HDMI und das Ganze für nur 60 Dollar. Und das Ding geht allein mit den Vorbestellungen schon durch die Decke. Läuft bei Nintendo. Ich finde das übrigens nicht gut, das Ding. Aber abwarten, ich bin raus, Alle spielen Pokémon, Blink-182 hat ein neues Album und bei Nintendo läuft es super. Natürlich fehlt dann auch jemand, der die 90er und 2000er auch sehr geprägt hat. Und zwar Nokia. Was machen die eigentlich so? Die haben sich nach dem Rauswurf bei Microsoft kurz geschüttelt, sich mit Alcatel-Lucent zusammengetan, Withings aufgekauft und wollen jetzt mit neuen Smartphones nochmal angreifen. Yay, noch mehr Smartphones. Und wie wollen die sich im Smartphone, im hart umkämpften Smartphone-Markt behaupten?
Anscheinend vor allem mit der Kamera, die ja schon immer ein Nokia Steckenpferd war. Graphen soll hier zum Einsatz kommen, womit man sich zumindest technisch mal absetzen könnte. IP68-Zertifizierung, Android 6.0, 5,2 bzw. 5,5 Zoll Display und Fingerabdrucksensor klingen dann doch eher wieder nach Massenware. Glaubt ihr, dass Nokia nochmal das Comeback schafft? Wir haben da mal wieder eine Umfrage in der Infocard gestartet. Neben dieser Fruchtfliege. In den letzten Umfragen haben wir übrigens herausgefunden, dass 51% von euch ihre Mails noch nicht verschlüsseln, das aber vorhaben. Dass gerade mal 4% von euch GIF sagen und dass 25% von euch Aliens sind. Interessant. Aber wo wir gerade bei der Community sind, schulen wir euch noch die Gewinner des der Mars-Lautsprecher, des Moontag-Raumschiffes und der Kinofreikarten. Den Mars-Lautsprecher gewonnen hat Arthur Holz aus Gebartsheim. Herzlichen Glückwunsch. Er hat richtig geantwortet, dass das Wort Schokokuchen im Livestream ganze 8-mal genannt wurde. Und der Gewinner des Raumschiffes und 2 Freikarten für Independence Day wurde per Zufall ermittelt und gewonnen hat Sven HTC27. Herzlichen Glückwunsch. Er würde die Aliens heulend in der Ecke bekämpfen, bestimmt sehr effektiv. Und je 2 Freikarten gehen an Florian Eckert und Brothähnchen Bobo, die beide mit Pokémon die Aliens besiegen wollen. Viel Spaß im Kino euch und wir schreiben euch bei YouTube per Direktnachricht an. Also checkt euer Postfach, sonst bekommt nach 2 Tagen jemand anderes eine Chance. Und das wollen wir natürlich nicht. Ihr habt jetzt noch die Chance, noch mehr Videos zu schauen, den Kanal zu abonnieren, uns oder 1 oder 2 Likes dazulassen und uns natürlich auf unseren Social Media Plattformen zu besuchen. Und wir beide gehen jetzt einen Futurama Pokémon Nokia Fanfilm mit Gorillas drehen. Ach du Scheiße. Hast du noch den Gorilla? Oh, oder Gott. Müssen wir einen neuen holen? Ich geh zocken. Okay.